Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem ganz kurzen Apex Legends News Update. Eine Änderung, eine größere Änderung am Map-Rotationssystem wurde vorgenommen. Um genau zu sein, ist der Kings Canyon After Dark aus der Rotation rausgeflogen. Wir haben jetzt, zumindest Stand aktuell, die Zeiten kann ich nicht hundertprozentig sagen, den Kings Canyon hatte ich gestern im Livestream für 2 Stunden und Ranterwelt für 1,5 Stunden. Der Counter ist jetzt vor 5 Minuten erst umgesprungen, ich habe es beobachtet. Ich kann euch nicht sagen, ob es den Rand der Welt auch mal für 2 Stunden gibt und dann umgedreht den Kings Canyon für 1,5 Stunden. Warum ist der Kings Canyon After Dark überhaupt rausgeflogen? Ganz einfache Geschichte. Viele haben sich beschwert, dass sie gerade das Bloodhound-Event zu wenig grinden können, beziehungsweise zu wenig Zeit haben, weil der Kings Canyon jedes Mal in die Rotation mit reinrutscht und der Rand der Welt im Vergleich dann zu wenig gezockt werden kann. Erstens das und zweitens der Battle Pass. Der möchte natürlich auch noch vernünftig gegrindet werden. Und es gibt viele Herausforderungen, die mit dem Rand der Welt zu tun haben. Deswegen haben die den Kings Canyon jetzt ganz einfach entfernt. Ob der Kings Canyon After Dark jetzt nach dem Bloodhound-Event wiederkommt, kann ich aktuell noch nicht hundertprozentig sagen. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Lasst euch in den Kommentaren aus, ob ihr das gut oder schlecht findet. Ich kann auf den Kings Canyon After Dark eigentlich sehr gut verzichten. Es ist zwar mal eine coole Abwechslung, aber ich persönlich finde den Stand Kings Canyon am Tag viel, viel geiler. Das soll es an Informationen schon wieder gewesen sein. Den nächsten Livestream ganz, ganz kurz. Am Freitagabend geht es wieder los. Ich denke so zwischen 19:30 und 20 Uhr starte ich den Livestream. Wer rund um Apex Legends an Informationen, Tipps und Tricks und Livestreams nichts verpassen will, der ist bei mir genau richtig. Also abonniert meinen Kanal, lasst einen Daumen da, aktiviert die Glocke, um keine Benachrichtigung zu verpassen. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.